whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal wieder einen Gin auf dem Fass. Und zwar, es ist der Nika Coffee Gin. 47%, ganz schön Dampf. Und es hat nichts mit Kaffee zu tun. Also für alle, die jetzt gerade irgendwo neu sind bei dem Thema, wir hatten ja Coffee Grain und Coffee Malt hatten wir ja schon. Und wer den Coffee nicht kennt, es geht hier um die Coffee Stills und nicht um den Coffee sowie Kaffee. Coffee Stills sieht man hier hinten schön auf der Flasche drauf. Wo bin ich hier? Hier sieht man es, irgendwo da müsste es scharf sein. Sieht man, ja doch, hier sieht man so, die sind relativ hoch. Und die Brennerei hat auch eben sehr hohe Gebäude, in denen diese Coffee Stills drin sind. Früher hat man immer die Coffee Stills so groß gemacht, wie diese Column oder Coffee Stills sind. Heutzutage kann man auch eine Coffee Still so verbinden, dass zwei übereinander im Grunde auch nebeneinander stehen kann mit einer Verbindung. Ist aber immer noch ein bisschen verpönt. Man macht es hin und wieder, wenn man extrem hohe Stills haben will. Aber deswegen sind auch Raffinerien immer so hoch, weil man eigentlich das ganze Ding eigentlich schon so haben will. Genau. Ich habe da noch ein paar Ausschnitte von der Brennerei. Da sieht man nämlich bei Miyagikyu, das ist die Brennerei von Nika, die haben eben diese wahnsinnig hohen Gebäude. Leider bin ich nicht reingekommen, um euch dann innen die Stills zu zeigen. Aber ja, Coffee Stills sehen sehr, sehr ähnlich aus, zu was ihr vielleicht schon von den amerikanischen Videos oder auch von den irischen Videos kennt. Ja, seit 2017 machen sie diesen Gin auf diesen Stills. Das heißt, 2016, als ich da war, hatte ich mir gar nicht den Gin anschauen können. Gut, da haben wir auch noch keinen Gin gemacht. Wir sind ja auch erst, ich glaube, 2021 ins Gin-Geschäft eingestiegen. Irgendwann so um den Dreh rum. Genau. Dann kommen wir mal zu dem wichtigsten eines Gins, den Botanicals. Es ist natürlich am Anfang, dass die stärkste Zutat ist natürlich wie immer Wacholder. Dann haben wir noch Angelika-Wurzel. Das ist eine besonders süße Wurzel, ne? Süßwurzelgewächs. Dann noch Koriander, japanische Zitrusfrüchte, darunter natürlich auch die bekannte Yuzu. Dann noch Kaboso und Amanatsu. Keine Ahnung, was die zwei sind. Also bei diesen, ich glaube, dass es Früchte sind, die ja dem Ganzen einen fruchtigen Charakter geben. Aber ja, jeder Gin, das ist eben das Schöne an den Gins, meist benutzen die Gins immer irgendwelche regionalen Botanicals. Deswegen verschmecken die Gins doch auch immer so ein bisschen so wie die Länder. Und das finde ich echt klasse. Oh ja, das ist mal ein richtig schön zitrusfruchtiger. Also richtig schön so ein New Western Dry Gin. Ich würde mal sagen, kein Zucker drin. Ich habe ein bisschen drauf rumgeschaut. Steht nichts drauf von wegen, ob Zucker drin ist oder nicht. Es ist als Gin bemerkmalt. Könnte also locker Zucker drin haben. Aber so wie es ich jetzt probiert hatte, auch im Englischen, glaube ich schon, dass es ein Dry ist. Oh. Schmeckt aber extrem fruchtig. Jetzt ist er doch ein bisschen süß auch noch mit dabei. Hier, ob man da vielleicht ein paar Körnchen Zucker mit reingemacht hat. Man weiß es nicht. Aber ich finde ihn lecker. Er ist sehr schön fruchtig, frisch. Hat auch ein bisschen sowas, ja, spicy. Ein bisschen was, voll viele Kräuter sind auf jeden Fall noch drin. Und noch ein bisschen was Würziges drin. Was ich das hatte ich erst im Tonic, im englischen Take. Also es ist ein schöner, sehr viele Zitrusfrüchte, Äpfel, frische Früchte, leichte Würzigkeit. Aber eigentlich schon ganz schön intensiver. Also die 47%, die drücken schon ganz schön rein. Also der haut schon ganz schön heftig rein. Ihr seht, was ich hier schon aufgebaut habe. Ich bin heute mal dabei und probiere beide. Ich probiere jetzt erstmal den Ambition. Der macht den Ganzen ein bisschen fruchtiger, sommerlicher. Ich weiß es natürlich schon vom englischen Take, wie sie schmecken. Aber ja, ich will es trotzdem euch gleich mal noch vorführen, weil es doch immer ein bisschen interessanter ist, was die verschiedenen Tonics machen, die man auch übrigens bei whisky.de im Shop kaufen kann. Oh,
Das ist jetzt ein ganz besonderer Geschmack. Ich weiß es nicht, ob es der Koriander ist. Ich finde, es schmeckt seifig. Bevor ihr sie alle wegklickt, seifig ist gleich schlecht, kaufe ich nicht, gehe ich zum nächsten Video. Aber ich finde es geil. Es erinnert mich wahnsinnig an meine Kindheit. Der kleine Benedikt auf der Wiese hinterm Haus, horst schaut raus und schaut, dass er keinen Blödsinn macht und hat eine Limonade und Seifenblasen. Und so schmeckt das. Denn, na, Limonade, Kohlensäure, Zitrone, bisschen würzige Limonade und dann Seifenblasen machen und oh, ist die große, macht es plopp und dann kriegt man ein bisschen Seife in den Mund und genau so schmeckt der ein bisschen. Und für mich ist es aber geil. Ich find's geil. Ach, guck wieder in die Mitkamera, ne? Ich find's geil. Also schmeckt lecker. Also lasst euch nicht ablenken. Für alle anderen, die es jetzt mehrere Leute kennen ja immer Korianderblätter. Jetzt nicht die Samen. Zwischen Koriandersamen und Korianderblätter gibt es einen großen Geschmacksunterschied. Leider haben sie nur Koriander gesagt. Man weiß nicht, ob es Korianderblätter oder Samen sind. Manche Leute haben auch immer so, ja, Koriander, der schmeckt mir so seifig. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, er schmeckt nach Koriander. Ob es seifig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es geil. Und jetzt habe ich einfach noch ein Glas mitgebracht. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, oder ich kann es probieren, wie schmeckt das Ganze, wenn man ein Signature, also das würzige Tonic dafür verwendet. Achtung, ich benutze immer recht wenig Tonic. Also ich bin ein sehr Gin-heavy Mensch, ne? Oh. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Also hier kommt eben der Koriander und die Würzigkeit stark raus. Es geht aber ein bisschen in Richtung Bitterkeit. Und der ist mir ein bisschen zu heftig. Also wenn ihr es bitter und kräftig und zartbitter und würzig wollt, dann ist vielleicht wirklich Signature hier drin das Richtige. Ich finde es jetzt gerade nicht so gut. Ist auch wahnsinnig warm hier. Also wir sind jetzt gerade wieder in der Zeit mit 30 Grad. Da kann es auch sein, dass jetzt einfach mein Bias dafür ist, dass ich gern was frisch-fruchtiges hätte. Ich finde aber nicht, dass es so schön harmoniert, weil einfach die bitteren Noten, die dadurch ja, herausgehoben werden, finde ich stören in dem Geschmack ein bisschen. Also der ist so mit seinem ganzen Yuzu, Angelika-Wurzel und den ganzen Zitrusfrüchten und so, kommt da einfach so ein schöner, frischer, fruchtiger Gin bei rum, dass einfach das Würzige vom Signature und das Bittere, was dann loskommt, einfach ist keine gute Mischung nach meiner Meinung. Okay, das war's bei mir. Den Gin und auch die Tonics gibt es natürlich bei whisky.de im Shop zu kaufen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.